Hallo vom Bodensee aus Unterhulding. Von hier aus habe ich die letzte Etappe auf meinem Weg von der dänischen Grenze nahe Flensburg bis nach Konstanz am Bodensee fast im Blick. Am 29. Februar 2024, dem originären Tag der seltenen Erkrankung, wandere ich von Litzelstetten am Bodensee, das liegt genau gegenüber, rechts von der Insel Mainau, 7 Kilometer über die Halbinsel und auf deren andere Seite, über die alte Rheinbrücke zum Zielpunkt im Konstanzer Hafen. Dann habe ich, beziehungsweise haben wir, Deutschland von Norden nach Süden auf dem europäischen Fernwanderweg E1 durchwandert. Das war für mich mit meiner seltenen rheumatischen Autoimmunerkrankung und mehreren akuten Erkrankungssituationen gerade auch in diesem Jahr eine große Herausforderung. Der habe ich mich gestellt, um auf die seltenen und rheumatischen Erkrankungen aufmerksam zu machen, damit diese früher erkannt und damit früher richtig therapiert werden können. Und vor allen Dingen wollte ich anderen Betroffenen Mut machen. Das ist mein Anliegen mit der Aktion Schrittmacher mit Rheuma Weitwandern. Für den Tag der seltenen Erkrankungen am 29. Februar 2024 und der letzten Etappe von Litzelstetten am Bodensee zum Zielpunkt im Konstanzer Hafen wünsche ich mir mediale Aufmerksamkeit und viele Mitwandernde. Wenn ihr Lust und Zeit habt, mitzuwandern, meldet euch bei mir. Ich freue mich auf euch am 29. Februar 2024, dem Tag der seltenen Erkrankung. Bis dahin. Tschüss.